Hi Leute, heute habe ich ein sehr trauriges Thema mitgebracht, von dem ich aber fand, dass es dringend mal thematisiert werden sollte. Inspiriert war das Ganze von einem Gespräch zwischen Tim Freak, den ihr jetzt schon ein paar Mal auf meinem Kanal gesehen habt, und Richard Silvester, einem Radical Non-Duality-Lehrer, Teacher, Speaker, wie auch immer, die gemeinsam ein Dialog, Gespräch, eine Diskussion hatten. Ich verlinke das unten nochmal. Ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Und da kamen so ein paar Sachen auf, wo ich mir dachte, so, ah, das erinnert mich an Dinge generell in dieser Szene, die wirklich schwierig sind und worüber man mal sprechen sollte. Das Ding ist, dieser Richard Silvester hat ein Buch geschrieben mit dem Titel I Hope You Die Soon. Und ich dachte mir so, what the fuck? Ich meine, ja, ich weiß, es ist metaphorisch gemeint. Ich weiß, dass er damit nicht meint, ich hoffe, dein Körper wird bald sterben. Aber so von wegen, ich hoffe, deine innere Person wird bald sterben, weil das wird die Befreiung für dich sein. Und da fiel mir halt nochmal auf, dass auch die gesamte Sprache dieser Non-Duality-Szene einfach massiv, sagen wir mal, todesfixiert ist, ne? Also von wegen, du musst sterben, bevor du stirbst. Das ist halt so ein Thema irgendwie. Dieses Ganze, so die Person muss sterben, das Ich muss sterben. Also das ist schon, es geht halt drum, einen Teil einer selbst, den man normalerweise als man selbst wahrgenommen hat, quasi zu vernichten. Es geht eben nicht um den physischen Tod, aber es geht halt um den metaphorischen Tod. Es geht ums Klick, ums Ende, um Tod. Bist du ready for die? Das ist die Frage. Bist du bereit zu sterben? Kann der Tod mehr oder weniger tot sein? Gegenfrage. Also entweder ist man tot oder nicht. Wenn man sich mit dem Thema Satsang beschäftigt, dann ist es einfach, wir reden darüber, dass wir das sind, was der Verstand als Tod bezeichnet. Und ich glaube, der erste Punkt, den man da wirklich noch mal wahrnehmen sollte, und ich weiß, ich sage das ständig, das ist nichts Neues und so, Leute, die davon angezogen werden, haben generell Probleme im Leben und haben eventuell auch suizidale Gedanken. Und dann kommen halt so Leute wie dieser Richard Silvester und erzählen von ihrem Lieblingssatz, der lautet: I'll start with that mantra. It came to me at a meeting of Nathan Gill's. I say it came to me. It sort of burst from my lips spontaneously when Nathan was talking. It just popped into my head in view of what he was saying. Hopeless, helpless, meaningless. Diesen Satz hat er ja, wie er selbst gesagt hat, erfunden, oder es ist ihm aufgegangen bei einer Veranstaltung, die Nathan Gill gegeben hat. Zu dem sage ich später noch mal was. Ich spoiler schon mal vorher. Nathan Gill hat sich umgebracht. Aber erstmal will ich kurz zurück zu diesem Satz kommen, von wegen alles ist hoffnungslos, ich bin hilflos und alles ist bedeutungslos. Ich meine, man muss sich mal überlegen, da sitzt so ein Typ. Und er spricht diesen Satz zu einer Menge von Leuten, die er alle nicht persönlich kennt. Das sind irgendwelche Leute, die sind zu seiner Veranstaltung gekommen, um sich das anzuhören, um irgendwie, keine Ahnung, von ihrem Leiden befreit zu werden, höchstwahrscheinlich, sonst würden sie da nicht sitzen. Und er haut diesen Satz einfach raus zu dieser Masse von Leuten und hat keine Ahnung, wie dieser Satz bei den einzelnen Menschen ankommt. Wie sollte er auch? Er kann sich ja nicht mit jedem danach zusammensetzen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass unter diesen Leuten, die diesen Satz hören, sicher auch einige sind, die sich einfach dann in ihrer Ansicht, die sie eh schon haben vom Leben, bestätigt fühlen und einfach denken, so ja, stimmt, habe ich schon immer gedacht, so alles ist eigentlich bedeutungslos, ich bin hilflos, alles ist hoffnungslos, alles ist scheiße. Okay, der hat es jetzt für mich bestätigt, dass es so ist. Und dann ist es nicht schwer, sich vorzustellen, zu was für Konsequenzen das führen kann. Und das hat ja auch, wie Richard erzählt hat, dieser eine Typ zu ihm gesagt, von wegen, hey, das war erst total deprimierend für mich, das war das Deprimierendste, was ich jemals gehört hatte. Aber dann eben habe ich auch die Schönheit darin gesehen oder so. And there was a friend of mine there who came up to me in the tea break and said, Richard, that was the most depressing thing I've ever heard anybody say. And I started to kind of apologize to them and said, no, it was wonderful as well. Und klar, das ist auch wieder sowas. Ich will das nicht abstreiten, dass man in diesem Satz auch was Wertvolles sehen kann für sich und dass man damit auch was Schönes irgendwie kreieren kann. Das Ding ist, man kann nicht davon ausgehen, dass alle Leute das so auffassen. Und man kann, finde ich, solche Sätze nicht
generalisieren und zu einer Masse von Leuten sprechen, von denen man keine Ahnung hat, wie die das letztendlich aufgreifen. Und ich meine, all diese Lehren, und ich nehme jetzt mal wirklich, also all diese Non-Duality-Lehren mit ihrer Betonung auf Sinnlosigkeit und Hoffnungslosigkeit und keiner kann was tun und so weiter. Ich meine, da muss man wirklich jetzt nicht deep drüber nachdenken, dass man sehen kann, dass das bei manchen Menschen zu einer krassen Form von Apathie, Motivationslosigkeit, Depression etc. führen kann. Und das betrifft nicht nur Leute, die vorher schon betroffen waren von psychischen Problemen, sondern es gibt genug Leute, die dann dadurch in psychische Probleme und Depressionen etc., was das Gleiche ist, quasi reinrutschen. Jessica hatte gerade auf ihrem Kanal ein Gespräch mit einer Person, der genau das passiert ist, die eigentlich ein gutes Leben hatte, sagen wir mal, und die dann dadurch in, ja, in eine Depression und ähnliche Dinge reingerutscht ist. Und sie kann sogar heute nachvollziehen, warum sich Leute deswegen das Leben nehmen. But you did mention once, and we both know, like, how common we now know how common it is for people to actually kill themselves. At, I think, a similar point at which you're describing, and I know that I don't think you said that you ever were actually actively suicidal, but I think you said you did get to a point where you're just, if this is what my life is going to be like from here on out, then I don't really care, Yeah. kind of thing. Yeah, totally. Yes. That I didn't get to a point of being to be suicidal or even like really thinking about it so much. But I definitely got to a point where I thought, yeah, like what you said, that if this is meant to be my life from now on, then what kind of life is this to live? And it was scary. It was scary to think that because it made me feel like these are the sorts of thoughts that are going to lead to me not wanting to live anymore. I definitely got to a point of feeling like, how interesting that because I now don't like living, it doesn't bring me joy, that I'm not scared of death anymore. And if this is one thing, in a way, I've heard non-dualists talk about, that you don't fear death anymore. And Yeah. I thought, How is obviously, that? yeah, totally. I thought this is probably not what they mean. For the first time in my life, I thought, it doesn't really matter either way, because this gives me no joy. Because that's an understatement. I was far from joy. But yeah, so I definitely felt like this is not a life worth living. And yeah, it's incredibly sad that people end their lives that, and I really get it. It's horrible. Und dann muss man sich halt mal überlegen, was passiert, wenn Menschen im Laufe ihrer spirituellen Suche an diesen Punkt kommen, wo es ihnen nicht mehr gut tut, so wie es bei mir auch der Fall war. Keine Ahnung, die werden depressiv, die kriegen Angstzustände, die werden depersonalisiert. All diese Gefahren, die damit einhergehen, sowas passiert. Und die gehen zu ihren Lehrern und suchen dort Rat, weil das ja die Menschen sind, denen sie vertrauen. Dann wird man meistens, ist auch meine Erfahrung, dazu angeleitet, einfach nichts zu tun, weil das in deren Narrativ passt. Weil es halt dann so ist, so, ja, da ist ja keiner, der was tun kann. Niemand kann irgendwas machen. Also sei einfach, tu einfach nichts. Oder geh einfach, ne, mach dieses Ding da einfach weiter. Oder keine Ahnung, warte ab, was weiß ich. Aber es wird einfach keine wirkliche Hilfestellung gegeben. Es wird auch nicht verwiesen auf psychotherapeutische Hilfe oder so, weil das generell auch was ist, was abgewertet wird in dieser Szene, was ich für sehr gefährlich halte. Dann hat man halt auch so Leute wie diesen Vincenzo Califano, der so meint so, ja, da ist ja niemand, der an sich arbeiten kann. Und ich meine, wenn das ist, wovon wir ausgehen und wovon diese Lehrer ausgehen, dann kann man auch nicht von denen erwarten tatsächlich, dass sie einem raten würden zu einer Psychotherapie oder therapeutischen Hilfe generell, was aber vielleicht notwendig wäre, wenn man sich in solchen Zuständen von Ängsten, Panik, Depersonalisation etc. befindet. Und ich meine, ich will jetzt nicht alle Lehrer über einen Kamm scheren, weil ich kenne nicht alle Lehrer, insofern keine Ahnung. Aber ich habe ein paar Lehrer erlebt und ich habe viele Satsangs gesehen und ohne Witz, mir ist es noch nie passiert, dass ich gesehen habe, dass ein Lehrer einem Schüler empfohlen hat, so, hey, bitte geh in Therapie. Stattdessen habe ich haufenweise verstörte, psychotische, depressive Menschen gesehen, die nach vorne gegangen sind, ihre Fragen gestellt haben, ihre Antworten gesucht haben, all das, die abgespeist worden sind mit irgendwelchen platten Konzepten und platten Plattitüden und
Generallösungen und was weiß ich, anstatt dass ihnen wirklich Hilfe angeboten worden ist, die sie vielleicht gebraucht hätten. Und mit mir hat man das halt auch gemacht, als es mir so schlecht ging. Ich habe ja auch Rat bei meinen Lehrern gesucht und dann hieß es halt einfach so, sei einfach. Oder, ja nee, da du bist jetzt in die Psychiatrie gegangen, aber sicher der falsche Ort für dich. Du solltest vielleicht woanders hingehen und deine Haut abstreifen, wie eine Schlange ihre alte Haut abstreift und so ein Quark. Oder dann hieß es, du hast die Wahrheit nicht integriert. Es wird dann Schuldverschiebung betrieben auf denjenigen, der Probleme hat, so von wegen, okay, du hast Probleme, naja, bist du selber schuld. Hast du die Wahrheit nicht integriert? Hast du deine Schlangenhaut noch nicht abgestreift? Hast du irgendwie, dein Ego steht noch im Weg, dein Verstand ist noch das Problem, wie auch immer. Auf jeden Fall läuft es immer darauf hinaus, dass der Schüler sich letztendlich schuldig fühlen muss dafür, dass es ihm schlecht geht mit dem, was er da gehört hat. Und ich meine ganz ehrlich, wenn man sich dann, man erlebt sowas und man gibt sich selber dann noch die Schuld dafür, dass das passiert ist, und man ist eh schon durch diese ganzen Konzepte in so einem Mindset von so, ja, alles ist eh eigentlich hoffnungslos und bedeutungslos, ich kann ja nichts machen, ich bin hilflos. Wie groß ist der Schritt dann noch, zu sagen so, okay, dann kann ich auch gehen. Und ich meine, ich saug mir das ja auch nicht aus den Fingern hier. Ich weiß nicht, wie viele von euch davon wissen, aber das ist relativ, man kriegt es mit, wenn man so ein bisschen in dieser Szene unterwegs ist, dass zwei Leute bei Muji sich umgebracht haben auf dem Retreat. Es heißt, inzwischen sind es drei Leute und es gab einen vierten Versuch, aber ich bin mir da nicht sicher. Ich habe dazu keine definitiven Fakten gefunden. Insofern belasse ich es zur Sicherheit bei den zwei, aber das ist halt safe, dass das passiert ist. Und davon wissen die Leute. Und es wurde dazu ein Artikel geschrieben von Bea Schofield, die in dem Bereich, also überhaupt im Bereich Sekten forscht und so. Das ist äußerst interessant, was sie für Sachen veröffentlicht. Kann ich nur empfehlen. Und die hat das so ein bisschen recherchiert und hat dazu geschrieben, als zwei Mitglieder, Florentine Flo Camuin und Helen Kelby, im Jahr 2017 Selbstmord begingen, war das für einige, die wissen, was tatsächlich in der Community von Muji vor sich geht, keine Überraschung. Es gibt keine emotionale Unterstützung im Montessager. Alles, was falsch ist, liegt nur an deinem Verstand. Und das ist halt eins dieser Probleme, die ich immer wieder erwähne. So, es wird alles auf den bösen Verstand geschoben. Hast du Probleme? Ist es dein Verstand? Du musst über deinen Verstand hinausgehen. Und wenn du es nicht schaffst, tja, Pech gehabt, so ungefähr. Ne? Ganz ehrlich, ich finde es einfach nur dramatisch. Ich finde es falsch und dramatisch. Ich habe dann zu dem ganzen Thema Muji, Suizide, bla bla noch ein bisschen recherchiert. Das war voll das Rabbit Hole, in das ich da eingestiegen bin bei Facebook. Das war krass. Und ich habe dann ein Video gefunden von einem Freund oder zumindest Bekannten von diesem Flo, der sich umgebracht hat, der in einem Satsang Muji quasi so ein bisschen zur Rede gestellt hat oder mit ihm über dieses Thema reden wollte. Da gibt es ein Video zu, ich verlinke euch das unten in der Beschreibung. Das ist kein YouTube-Video, deswegen darf ich es hier nicht einbinden, aber ich möchte es euch gerne zeigen, was da passiert ist. Was ich super interessant fand auch, war, dass dieser Typ angesprochen hat, dass er mit dieser Frau in Kontakt war, die ihm erzählt hatte, dass sie suizidal geworden ist durch diese Teachings, die sie da gehört hat, beziehungsweise dadurch, dass Muji zu ihr gesagt hatte, so, drop everything. Und er hat es dann so ein bisschen relativiert, von wegen so, ach ja, ich sag das jetzt zu jedem und so. Und ach, das wurde ja dann sicher falsch verstanden und sowas. Ja, so kann man sich halt auch rausreden. Ich meine, ist klar, dass wenn man so eine Message an alle Leute verteilt, dass die unterschiedlich ankommt. Und ist jetzt auch mal die Frage, wie er das gemeint hat. Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wenn man so eine Message erhält und die dann wirklich versucht umzusetzen und dann merkt so, okay, ich habe aber keine positive Veränderung dadurch im Leben, dass man dann sehr schnell an seine Grenzen kommt und denkt so, ich habe alles getan, ich habe alles gedroppt, ich habe das alles gemacht, so, und jetzt ist alles immer noch scheiße. Schwierige Situation. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Leute dadurch große Probleme kriegen und eventuell sogar sagen so, ich möchte nicht mehr leben. Und ich meine, klar, es ist halt total schwierig. Man kann halt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es an diesen Teachings liegt. Aber ich halte das für sehr wahrscheinlich und dazu komme ich später nochmal. Nochmal kurz zu diesem Video. Weil ich auch so Hammer fand, also dieser Typ geht nach vorne, spricht dieses Problem an,
möchte mit Muji darüber reden. Und was letztendlich passiert, ist, er wird weggeschickt. Ihm wird das Mikrofon weggenommen und er wird einfach weggeschickt. Was halt auch wieder so ein Ausdruck dafür ist, so, die Leute dürfen nicht sprechen. Die Leute dürfen, Leute, die sich kritisch äußern, dürfen nicht reden. Vielleicht kriegen sie so 2 Minuten und dann werden sie weggeschickt, ihnen wird das Mikro weggenommen, was auch immer, weil sie sollen ja bitte den Satzang nicht stören. Muji selber hat das ja dann auch noch so gesagt, von wegen so, ja, ich werde das nicht zulassen, dass du meinen Satzang ruinierst. Und ich meine, ganz ehrlich, er sollte als Lehrer stark genug sein, um dann auch in so einen Dialog treten zu können mit so einer Person, die da vielleicht Anschuldigungen gegen ihn hat. Wo ist das Problem? Also warum lässt man das nicht zu? Das ist alles sehr fragwürdig für mich. Dieser Typ, der da nach vorne gegangen ist und Muji quasi konfrontiert hat, der hatte auch irgendwo anders nochmal erwähnt, so hey, er hätte diesen Flo, der sich umgebracht hat, er hätte den persönlich gekannt und er hätte auf ihn irgendwie sehr glücklich gewirkt und was weiß ich. Und er wäre ja auch im Satzang selbst vorne gewesen, bla bla bla. Ich habe das dann nochmal recherchiert und bin über folgenden Ausschnitt gestolpert. You. Muji, my beloved, I am. No, it's not enough. If you must qualify, it's enough to say, everybody says I am. You know, God says I am. The devil also says I am. The wise man say I am, fool man say I am. What is it the same I am they're referring to? Nobody has ever seen me. Carry on, I want to hear from you also. Stay where you are, but you come. You come. Yeah. Thank you. Yeah, okay. I cannot see. I cannot see myself. But I cannot help to be. I spent quite some time inside your citric acid. It was to help to burn out what you are not, so that what you are could be clear. It would be a non-phenomenal recognition had to take place. Who will understand a non-phenomenal recognition? Is it? Yes. It means that something was, What's that? She said there is only that. Yes, yes. Only that can recognize that. Only that can recognize that. Not only is your answer true, but it was answered truthfully. Sometimes the answer can be true, but it's only intellectually. How to know when the answer is true and the answerer is true? So I'm very happy with this one. I want to finish with this one. Thank you. Und ich meine, klar, ich kenne Flo nicht persönlich, ich habe ihn nicht gekannt, wie auch immer. Ich kann mich nur laienhaft dazu äußern oder nur meinen Eindruck wiedergeben, den ich habe, wenn ich das sehe. Und wenn ich das sehe,
habe ich nicht das Gefühl, als hätte ich eine psychisch stabile Person vor mir. Ich weiß nicht genau, was bei ihm los war, aber das wirkt auf mich alles nicht sonderlich gesund, ehrlich gesagt. Und da ist auch wieder die Frage so, inwieweit ist der Lehrer vielleicht verantwortlich, einfach mal zu sagen so, hey, ich habe den Eindruck, dir geht es nicht gut. Vielleicht solltest du dieses Retreat verlassen oder diese Gemeinschaft verlassen und dir irgendwo anders bitte die und die Hilfe suchen. Na hey, wir unterstützen dich. Wir unterstützen dich. Wir helfen dir dabei. Keine Ahnung, was auch immer. Aber das hat ja nicht stattgefunden scheinbar. Es ist ja einfach, er wird ja da behandelt wie, keine Ahnung, jeder Standard, andere Mensch da im Satsang auch. Und für mich kommen so Vibes rüber, wo ich das Gefühl habe, ihm ging es eigentlich nicht so gut, in welcher Richtung auch immer. Und es wäre wünschenswert, wenn die Lehrer mit einer Verantwortung dafür übernehmen würden, weil es teilweise sicher mit, vielleicht nicht, natürlich nicht vollkommen, eventuell, keine Ahnung, aber teilweise mit in deren Verantwortung liegt, je nachdem, was sie da kommunizieren, was es in dem anderen auslöst. Und sich dann damit zu beschäftigen und dem anderen Hilfestellung zu leisten und so weiter und so fort, finde ich aus rein menschlicher Perspektive normal. Aber ja, es hat nicht stattgefunden, nehme ich an. Also so, wie ich das verstanden habe, nicht. Konsequenz war, er ist gestorben. Was jetzt der hundertprozentige Auslöser dafür war, weiß man nicht. Aber da das in diesem Setting stattgefunden hat und es in diesem Setting noch jemanden getroffen hat und eventuell noch zwei Leute, weiß ich nicht, gehe ich stark davon aus, Vermutung, dass es irgendwie damit zu tun hatte. Und um das jetzt nicht nur bei diesen zwei Beispielen zu belassen, von denen, die bei Muji gestorben sind, von denen man weiß, was irgendwie da quasi durch die Presse gegangen ist, möchte ich noch mal ein paar Sachen von Jessicas Seite zitieren. Ich verlinke das auch noch mal unten. Da hat sie so Testimonials gesammelt von Leuten, die sich mit ihr in Kontakt gesetzt haben und Leute, von denen sie so im Internet gehört hat, die in schlimme Schwierigkeiten geraten sind durch Non-Duality-Lehren und die haben unter anderem Folgendes gesagt. Ich war immer mehr davon überzeugt, dass ich sterben musste und als ich das nicht als metaphorischen Tod herbeiführen konnte, hatte ich manchmal das Gefühl, dass ein wirklicher Tod dem Karussell des Wahnsinns ein Ende setzen würde. Ein guter Freund von mir beschrieb das Gefühl, dass er seinem Leben ein Ende setzen wollte, weil er seine Rolle als Elternteil nicht nachkommen konnte. Nach der Glückseligkeitsphase kam es richtig zur Sache und es wurde zu einem lebenden Albtraum. Völlig abgekoppelt vom Leben, von der Liebe, jegliches Interesse an irgendetwas verloren. Keine Motivation mehr, überhaupt etwas zu tun. Es war absolut schrecklich. Aber hey, kein Problem. Es ist nicht real, oder? Es ist alles in deinem Kopf. Einfach nichts tun. Das wurde mir wirklich von berühmten Lehrern erzählt, die ich persönlich kenne. Solche Ratschläge können dich buchstäblich umbringen. Daraufhin begann ich zu recherchieren und tief zu graben. Was ich fand, war überwältigend und beängstigend zugleich. Ich fand immer mehr Geschichten von Menschen, die nicht mehr lebens- oder arbeitsfähig waren. Sie haben sich sogar umgebracht. Und so weiter und so fort. Das sind jetzt nur drei Zitate von einigen. Ihr könnt euch gerne den Link in der Beschreibung angucken, da findet ihr noch mehr. Ich sauge mir das nicht aus den Fingern und ich weiß auch, dass Jessica Kontakt zu einer Person hatte, einer Frau, deren Sohn sich umgebracht hat, deswegen. Und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Leute sich aufgrund dessen, was sie da gehört haben, das Leben nehmen. Man kann das nicht ignorieren. Das ist nicht so, das ist so einer von einer Million, das ist ja eigentlich das. Eigentlich passiert das gar nicht. Und dieser eine, ach, der hatte ja vorher schon Probleme und so, bla. Diese ganzen Rechtfertigungen, die da stattfinden, so nein. Nein, es passiert einigen Leuten. Und wenn sie sich nicht umbringen, kann es aber sein, dass sie in die Nähe kommen der Situation, wo sie wirklich denken so, okay, ich halte es nicht mehr aus. Und allein das ist Grund genug, darüber zu sprechen. Und was halt noch dazu kommt, ist, dass dieses ganze Suizidthema eben nicht nur Schüler betrifft, sondern auch Lehrer. Das habe ich am Anfang schon angedeutet. Es gab diesen Nathan Gill, der war Lehrer. Ich weiß nicht, wie viele Jahre der Satsang-Lehrer war oder Advaita-Lehrer, was auch immer. Aber der hat sich mit Anfang 50 umgebracht. Scheinbar an einer Überdosis Antidepressiva. Den Artikel findet ihr auch unten in der Beschreibung.
Der hatte wohl irgendeine Krankheit, ich weiß es nicht genau, und war scheinbar psychisch angeschlagen, was ihn dann letztendlich dazu bewogen hat, sich das Leben zu nehmen. Insofern diese ganze Theorie von wegen, hey, wenn du erwachst, dann ist alles toll oder dann bist du von deinen Leiden befreit und dann ist irgendwie alles gut, das scheint ja schon mal nicht ganz so zu stimmen. Und ich will überhaupt nicht darüber urteilen, dass sich jemand irgendwie das Leben nimmt, weil er eine schlimme Krankheit hat und so. Ich wäre die Letzte, die das tut. Ich kann das komplett nachvollziehen. Das ist völlig in Ordnung, gewissermaßen. Aber ich habe halt das Gefühl, dass diese ganzen Lehren sowas quasi fördern können. Ich habe dann eben noch von einem zweiten Suizid innerhalb dieser Szene erfahren, von einem Lehrer, der hieß Wayne Wire. Der hat sich eben auch umgebracht. Und das ist gewissermaßen besonders interessant, weil dieser Typ einen Blog hatte, in dem er vor seinem Tod einen Artikel noch verfasst hat, der dann veröffentlicht worden ist nach seinem Tod. Das hat er extra so getimt und in dem er über seine Motivation und all das gesprochen hat. Und er schreibt da, dieser Mangel an Anhaftung an das Leben bedeutete auch, dass ich das Gefühl für die Geduld in Bezug auf körperliche Schmerzen oder Einschränkungen meiner Freiheit verlor. Diese Unwilligkeit, das zu ertragen, was Millionen von Menschen jeden Tag ertragen, körperliche Schmerzen, Obdachlosigkeit, Mittellosigkeit etc., lässt mich wahrscheinlich ein wenig wie eine Primadonna wirken. Aus meiner Sicht hänge ich jedoch einfach nicht am Leben. Warum also ein Leben führen, das ich nicht möchte? Obdachlos, pleite oder in schlimmen körperlichen Schmerzen. Also habe ich im Laufe der Zeit einige Stolperdrähte, rote Linien, Ereignisse eingerichtet, bei denen ich, sollte ich auf eins davon stoßen, einfach aus diesem Leben aussteigen und ein neues beginnen würde. Pleite gehen, mein Zuhause verlieren, unerträgliche Schmerzen, die durch einen Gang in die Notaufnahme nicht behoben werden können. Und es ist dann tatsächlich so gekommen, dass dieser Mann einen Unfall hatte, der irgendwie dazu geführt hat, dass er so unerträgliche Schmerzen hatte, die nicht so richtig gut behandelbar waren, dass er sich deswegen am Ende das Leben genommen hat. Und er schreibt dazu, und das finde ich besonders tragisch, weil es ist nicht so, als hätte man nicht noch irgendwas tun können, aber er schreibt dann dazu, ich weiß, dieser Schmerz kann behoben werden. Chirurgie vielleicht, eine Botox-Injektion vielleicht, Physiotherapie vielleicht. Dem muss ich entgegenhalten. Das Gesundheitssystem in einem Van-Leben, Verlust meiner Freiheit zu wandern und ist es sicher? Schmerzniveau 50 bis 75 Mal am Tag, bis es abgeklungen ist. Außerdem keine Bindungen an irgendetwas im Leben. Nichts hält mich hier. Das Ding an dieser Sache ist halt, er hat im Grunde vorher schon aufgegeben. Er hätte noch Sachen tun können, aber eigentlich durch seine gesamte Lebenseinstellung und seine spirituellen Glaubenssätze und so weiter, hat er halt, ja, war es halt quasi vorher schon fix. Das war so, wenn mir das passiert, dann werde ich aus diesem Leben gehen. Und diesbezüglich schreibt er am Anfang von seinem Blogpost noch, eine der Schlüsseleigenschaften des Erwachens ist der Verlust von Anhaftungen. Anhaftungen an dein Ego, Anhaftungen an deinen Job, Anhaftungen an deine Sachen, sogar Anhaftung an das Leben selbst. Einer der tiefgreifendsten Vorteile, wenn man die Angst vor dem Tod verliert, besteht darin, dass man lernt, dem Leben in seiner ganzen Schönheit und Pracht zu schätzen. Insbesondere in den einfachsten alltäglichen Dingen. Ich hoffe, dass ich diese Liebe und Wertschätzung in den vielen Jahren des Bloggens deutlich geteilt habe. Und klar, ich kann verstehen, ich kann das denken, dass das Verlieren von Todesangst dazu führen kann, dass man sehr schöne und bedeutsame Erfahrungen macht im Leben und vielleicht das Leben sogar mehr wertschätzen kann und all diese Dinge. Das Problem ist, dass dieses Ding von wegen, ich verliere jegliche Anhaftung an mein Leben, eben dazu führen kann, dass man quasi frühzeitig aufgibt und dass man einfach sein Leben beendet, sobald man irgendeiner Schwierigkeit begegnet, die ein bisschen zu schwierig ist. Da müsste man ein bisschen zu viel dann noch für tun. Dann ist quasi direkt so, ja, nee, dann, ja gut, ich habe hier eh keine Anhaftung mehr, also tschüss, so ungefähr. Das ist halt, das ist traurig. Ich habe dann noch von jemand Drittem gehört, der in diese Lehrerrolle fällt, der sich auch das Leben genommen hat. Das ist eine sehr komplizierte Geschichte. Der war auch im Advaita-Bereich irgendwie unterwegs, aber zusätzlich auch noch in sehr vielen esoterischen Konzepten. Das ist alles sehr so ein Thema für sich, deswegen will ich das nicht unbedingt damit reinnehmen. Aber
Es ist auch ein Mensch, der eine gewisse Form von positiver Transformation zu seinem wahren Selbst irgendwie durchgemacht hat und dann in so einer Position war von, hey, jetzt ist alles besser, ich lehre jetzt und gebe jetzt Ratschläge weiter an Leute. Und der ist dann aus dem Fenster gesprungen. Es ist also diese Annahme von wegen, es wird alles gut mit deinem Erwachen. Wenn du erwachst, dann ist alles toll. Ganz ehrlich, das kann man einfach schon mal wirklich, das ist eine Annahme, die kann man aus dem Fenster werfen. Was so ein bisschen makaber ist jetzt, aus dem Fenster gesprungen, aus dem Fenster werfen. Ihr wisst, was ich meine. Es ist wirklich, das ist einfach eine Annahme, die nicht richtig ist. Und wo ich es wichtig finde, darüber nochmal zu reden und zu sagen, so, hey, dieser Frieden und Liebe und was auch immer euch da versprochen wird von der Erleuchtung und dem Erwachen und was man dann da haben soll, wenn man es denn dann geschnallt hat, verstanden hat, ohne den Verstand und all diese Sachen, das muss nicht so eintreffen. Es kann auch anders kommen. Es kann auch erstmal zu einer Form von Frieden kommen, die dann kippt und am Ende weiß man nicht mehr, wohin mit sich. Also, es ist nicht alles so super hyper positiv, wie es immer dargestellt wird. Und ich könnte jetzt noch mal das Fass aufmachen von Verantwortung, also Lehrer, die Verantwortung tragen für das, was sie kommunizieren und diese Verantwortung quasi nicht übernehmen wollen, weil da ist ja niemand mehr, der Verantwortung haben könnte. Und all diese Dinge. Das ist ein Fass für sich. Das ist ein Thema, wozu man eigentlich nochmal ein eigenständiges Video aufmachen könnte, wenn man möchte. Ich möchte es jetzt erstmal beiseite lassen. Ich wollte einfach nochmal betonen, wie gefährlich das Ganze sein kann und dass es eben eventuell noch schlimmere Konsequenzen hat als Leute, die so ein bisschen depressiv werden oder ein bisschen depersonalisiert werden oder Angstzustände kriegen, was auch immer, sondern dass es eben darüber hinausgehen kann und darüber hinausgegangen ist. Dass es da nicht nur so einen Fall gab, sondern mehrere. Und es betrifft nicht nur Schüler, es betrifft auch Lehrer. Es ist etwas, was stattfindet und was man einfach sehen sollte. Und ich frage mich halt inzwischen, ob dieser ganze, also ich meine, ganz ehrlich, diese ganze Neo-Advaita, Advaita, Non-Duality-Richtung ist halt eine Ecke, also alles, was dort gelehrt wird, läuft in Richtung Selbstzerstörung. In Richtung. I hope you die soon. Stirb, bevor du stirbst. Das ist das Motto dieser Szene. Und ich frage mich, sollten wir nicht eher in eine Richtung gehen, wo wir lernen, mehr Mitgefühl mit uns selbst zu entwickeln, unser Selbst mehr wertzuschätzen und mehr, weiß ich nicht, in Harmonie mit uns selbst zu kommen, anstatt dieses Selbst ständig abzuwerten und abzuschaffen und was auch immer, gibt es da nicht Wege, damit umzugehen, die wesentlich gesünder sind als das? Und ich glaube, letztendlich ist es das, was ich auch gebraucht hätte. Ich hätte gebraucht, dass man mir irgendwie beibringt, wie ich mich selber mehr lieben kann, anstatt wie ich mich selber abschaffen kann. Und dass das dann der Weg wäre, um irgendeine Form von Liebe zu erfahren. Wobei diese Liebe, keine Ahnung, was das für eine Liebe sein soll, aber die ist ja unpersönlicher Natur dann. Das ist alles sehr schwammig und alles sehr, wie man es auslegt, bla bla. Also ich habe das Gefühl, viele Menschen, die da hinkommen und eigentlich Antworten suchen auf ihre psychologischen Probleme, bräuchten eigentlich Anleitung dafür, mit sich selbst mehr in Frieden zu kommen, mit ihrer Person, mit dem, was sie sind und nicht davon abgespalten zu werden, abgetrennt zu werden und dass denen gesagt wird, so ja, alles ist eh sinnlos und bedeutungslos und du kannst eh nichts machen, das ist alles hoffnungslos, was auch immer. Das fühlt sich für mich psychologisch echt verkehrt an. Das Problem ist halt, dass vermittelt wird, dass diese Erkenntnis von es gibt dich nicht oder du existierst nicht oder das ist alles eine Illusion, dass dir verkauft wird, dass diese Erkenntnis quasi zu einer Art von Frieden und Liebe, was auch immer da führen soll. Aber das ist eben auch eine Theorie. Das muss so nicht stattfinden. Das kann ganz anders enden. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wo ich denke, darüber sollte man aufklären. Den Leuten sollte bewusst sein, worauf sie sich einlassen und dass es nicht zwangsläufig der Weg zum Frieden ist, sondern dass es auch der Weg in den Suizid sein kann, um es jetzt mal krass zu sagen. Das ist so. Und wenn es nicht in den Suizid geht, dann vielleicht kurz vorher, ne? Also, es ist hart. Ich finde es hart. Ich finde es auch hart, darüber zu sprechen. Das macht mich traurig. Weil es eine Realität ist, die von den Lehrern
eigentlich nicht gesehen wird, eigentlich übergangen wird und für die keine Verantwortung übernommen wird. Und ich finde, es ist so, so wichtig, sich dessen bewusst zu sein und auch als, wenn man quasi als Sender auftritt, als jemand, der eine Message verbreitet, dann auch sich darüber bewusst ist, welche Konsequenzen es haben kann für die Leute, die einem zuhören. Und das würde ich mir sehr wünschen, dass diese Verantwortung übernommen wird. Auch wenn man glaubt, keine Verantwortung zu haben. Ja, es macht mich sehr traurig. Das ist ein sehr trauriges Thema und ich, keine Ahnung. Ich möchte einfach darüber aufklären, weil darüber aufgeklärt werden muss. Weil ich darüber aufklären möchte, was mir ein Bedürfnis ist. Und ich hoffe, ihr passt alle auf euch auf. Tut Dinge, die euch gut tun. Lasst euch nicht belabern. Und bis ganz bald. Tschüss. This is it. You are real. Your individuality is as real as it gets. The oneness, which is real, has arisen as you, which is real, and you are that oneness in relationship with itself, which is real, and it's come from a level in which it's just formless, which is real, to a level where it's the whole enormous universe, which is real, and you are relating to that and doing your best to make the most of it. And we need to help each other do that.